Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Wir sind bei der Eröffnung des Lennepper Sommers hier auf dem Altermarkt in Lennep und David Schmidt von der Schule für Musik, Tanz und Theater ist nun bei mir. Ja, die Eröffnung heute Nachmittag von Ihnen organisiert. Was gibt es heute alles zu sehen auf der Bühne? Ja, Tag der Musik, der Name ist Programm, alle Jahre wieder. Diesmal etwas größeren Rahmenprogramm, auch sehr tanzlastig, aber im positiven Sinne natürlich. Wir haben jetzt gerade die kleinsten Tänzer gesehen. Das geht dann gleich noch weiter mit etwas größeren Hip-Hop-Jazz-Dance-Programm. Also sehr, sehr viel Tanz, aber auch Einzeldarstellerinnen, wie wir sie jetzt gerade auf der Bühne sehen, im Gesangsbereich, im gesanglichen Bereich. Und wir haben allerdings auch heute noch ein Instrumentalensemble bei uns. Ja, und nebenbei gibt es auch Stände, die verschiedenes anbieten, Essen, Trinken oder wo man sich auch informieren kann. Ja, wir freuen uns, dass wir haben Getränke hier reichlich über die Jusos, die das diesmal mit organisieren. Dankenswerterweise muss ich mich herzlich für bedanken, bei Daniel Pilz natürlich. Wir haben hier Kaffeeklatsch, der bietet, sehe ich ja gerade, Pommes und Currywurst an. Schmeckt hervorragend, ich durfte gerade schon was kosten hier. Und ich bin sehr zufrieden, also der Markt ist voll und das ist genau unsere Intention gewesen. Wir haben uns auf dem Marktplatz auch einmal umgehört. Daniel Pilz, ja, die Jusos sind heute auch hier auf dem Marktplatz. Was präsentiert ihr heute hier? Wir sind heute mit einem Getränkestand dabei und einem Slush-Eis-Stand. Der hat auch schon richtig gut eingeschlagen, da sind ganz viele Sachen schon verkauft worden und wir haben eine Hüpfburg am Start. Ja, es ist ja vielleicht auch eine ungewöhnliche Kooperation. Wie kam das zustande? Das hat im Januar begonnen. Da haben wir nämlich das Neujahrskonzert mit dem Rotationstheater veranstaltet und da brauchten wir eine Location und sind eben auf den Herrn Schmidt zugegangen und er ist dann im Umkehrschluss jetzt im Juni auf uns zugegangen für diese Veranstaltung und dann haben wir natürlich gesagt, sind wir dabei, sehr gerne. Da nutzt man dann jede Gelegenheit, die man bekommen kann, sich vielleicht auch mal nach außen zu präsentieren. Es macht einfach Spaß. Ihr seht ja, der Platz ist voll, die Leute sind glücklich und da machen wir als Jusos natürlich auch sehr gerne mit. Jessica Niebsch ist jetzt bei uns. Du warst gerade schon auf der Bühne. Wie war's? Doch, es war sehr schön. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Die Stimmung ist toll, das Wetter ist toll und doch, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ist das hier ein Heimspiel für dich in Lennep? Ja, ich komme aus Lennep. Ich wohne nur ein paar Meter von hier und doch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier in Remscheid auch mal in Lennep hier auf der Altstadtbühne zu singen. Doch, das war sehr schön. Was liegt dir musikalisch? In welche Richtung kann man dich irgendwo einordnen vielleicht? Also ich glaube, ich bin eher so der Balladentyp. Also gleich kommt auch noch eine Ballade, aber auch noch ein bisschen schnelleres Lied. Ob Deutsch oder Englisch, ist egal. Singe ich beides gerne doch. Dankeschön. Gerne. Danke auch. Ja, und musikalisch geht's auch heute Abend weiter mit Live-Musik. Ja, das ist ganz interessant. Wir haben drei Live-Acts, einer davon etwas im kürzeren Stil, Singer-Songwriter, den haben wir da. Dann haben wir die Bianca Rosa Klever in ihrer neuen Formation, auch mit eigenen Songs geschrieben, etwas rockiger. Und dann haben wir noch die Formation Feuerregen. Und alles, was ganz Neues für uns und die auch seit langer Zeit wieder erstmals vor größerem Publikum auftritt mit eigenen Songs. Also ich denke, das ist wirklich mal was, ja, vor allem unterschiedliches Programm, für jeden was dabei. Wir sind jetzt im Vergleich noch relativ früh am Nachmittag. Was erwarten Sie denn heute Abend für eine Resonanz dann auch? Ja, da wir ja bewusst sehr vielseitiges Programm aufgebaut haben, denke ich, wird nach und nach dann heute gegen 20 Uhr spätestens der Markt gut gefüllt sein, weil, wie gesagt, für jeden ist, jede Musikrichtung ist dabei und ich glaube, das Wetter ist super, aber besser geht's gar nicht. Die Bühne ist so schön geschmückt, wie wir sie noch nie erlebt haben hier in Lennep. Da auch nochmal ein Dankeschön an unsere Leute, ein super Team, was ich um mich herum versammeln durfte, die sich wirklich um jedes einzelne Detail 1A und vorbildlich gekümmert hat. Ja, dann danke ich für das Gespräch und wir waren also bei der Eröffnung des Lennepper Sommers hier auf dem Altermarkt.